bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny Meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerliga Hergiswil und fundierter Könner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftel Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag trifft Hergiswil daheim auf Einsiedeln. Willisau auswärts auf Schattdorf und der Tabauen 1. Freiamt auswärts auf den Tabauen 2. Krieseren. Wer gewinnt? Der Johnny Meint. Ringerige Hergiswil gegen Vereinsida. Das ist schon klar, ist, so sage ich schon klar. Hergiswil, jetzt muss schon wieder voll aufstellen, wir nicht voll aufstellen. Wegen Freisiedler und Freiamt für Schadorf unbedingt muss gewinnen für Hergiswil. Wer möchte dabei sein für erste vier für Halbfinale, wegen für Halbfinale nachher alles immer schon möglich. Gerade Schadorf Willisau, ich glaube dort ist relativ klare Sache, dass Schadorf habe ein sehr großes Problem. Ich habe zwei Gastringer, welche ist sehr gut. Für 70 Kilo Greco, für aktuelle Schweizer Meister haben. Für Oberhead, aber Oberhead brauche ich jetzt auch immer. Das heißt nicht gewesen für Schadorfringen. Und für 86 Kilo Greco, für Oppertudi. Aber dort ist für Brunnen habe auch immer brauchen. Und das heißt, habe zwei Stärken, welche ist beim Brauchen nicht gewesen nehmen. Das ist schon relativ dumm gelaufen, aber das ist ein, zwei Mal passiert für andere Mannschaft auch, das ist genau gleich passiert für letzte Jahre, für ein paar richtige Kampf für Freiamt auch. Und das etwas, das ist immer für Vorstand, muss etwas so sagen, etwas vorher abmachen, verstehst du, wenn beim richtigen Kampf kommt und der so sagen habe für Verstärkung nachher nicht möglich nützen, das bringt gar nichts. Und ich weiß nicht, jetzt gegen für Schadorf geht für diese zwei Leute oder geht nicht. Aber ich tippe darf für Willisau relativ hoch gewinnen. Nachher kommt für alle Beste. Gießen gegen für Freiamt. Das entscheiden, wer ist Vorrundensieger. Aber jetzt ist Kriessen, ich ein bisschen mehr Chance geben für Kriessen, aber also muss ehrlich sagen, das ist Tagesform und ein bisschen Glück, glaube nur das entscheiden für diese Kampf. Ich bin beides Mannschaft ungefähr gleich stark und ich ist fast unmöglich sagen, welche gewinnen. Welche Mannschaft gehen. Aber beides, ich sage dort ist 50-50%. Vielleicht 51 für Kiesen in der Pizzi ein Vorteil, aber mehr sicher nicht. Das heißt, ist fünfter und auch sicher sehr interessant. Deswegen zwei Mannschaft muss gewinnen, wenn man möchte dranbleiben, Hergiswil und Willisau. Und der dritte Kampf ist für Kiesen Freiamt. Dort ist wegen welcher ist Siege für Vorrunde und nachher auch für Rückrunde ein bisschen möglich, ein bisschen lockerer machen für diese Mannschaft. Wegen nachher, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, dann schon möglich nachher taktieren. Verstehst du, und auswählen für Gegner, für dritte oder vierte Platz, welche ist besser gepasst. Sieg für Hergiswil und Willisau, da muss jetzt einfach hin und maximal 51% für Kriesern gegen Freiamt. Das meint der Johnny und was meinst du? Sag uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringen Telenapf.
ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.